Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Forest. Und mit mir spielt auch die Mathilda, hallo. Genau, und der Mathilde ist was aufgefallen, und zwar, wo sind denn die Beete? Heinrich hat meine Beete kaputt. Nicht ich, der Baum letztes Mal. Böser Baum. Den Baum, den ich kaputt geschlagen habe, der ist direkt auf die Beete gefallen. Und dann hat, ja, das sind halt, die Beete hast du einfach zu billig gebaut. Hättest du dir mal mehr Mühe gegeben und vernünftige Beete angelegt, dann wären die gar nicht kaputt gegangen. Nee. So. Ich habe immer noch Fleisch. Ich werde dieses Fleisch nicht mehr los. So ein Scheiß. Ich baue jetzt nochmal ein Trockengestell. Will das Fleisch loswerden? Wir haben ja unseren Vorrats- und Werkraum. Genau, hier wird jetzt einfach alles. Und man könnte sie so schräg hinstellen, dann kriegt man hier ganz viele hin. So viel können wir gar nicht wegfuttern. Ja, aber denk dran, wir müssen auch an die rankommen, ne? Ja, darum schräg. Aber das Problem ist, solange ich dieses Fleisch trage, kann ich nichts Fertiges mitnehmen. So, jetzt bin ich... Oh nein, mein Topf ist wieder festgebaut. Ah, toll. Jetzt muss ich wieder hier Wasser außer Dings trinken. Wenn was da ist. Sehe ich nirgendwo Wasser? Das hatte ich letzte Folge auch schon das Problem. Es hat ja nicht geregnet, sonst nirgendwo Wasser. Ja, da war noch Wasser drin eigentlich, aber ich kann mir auch gerade kein Wasser kochen. Hier oben war doch, glaube ich, auch noch einer. Aber der ist auch leer. Dann koche ich dir nochmal schnell Wasserchen. Ja, das ist das Gleiche. Wir können es versuchen. Also ich habe einen Topf in meinem Inventar, aber es liegen wieder Töpfe daneben. Ja, ich sehe den auch, aber ich traue mich jetzt nicht, da meinen Topf hin zu benutzen. Ach komm, sonst bringe ich einfach eine Cola, meine Güte. Sonst packt den Topf vielleicht aufs Feuer im Haus. Ja, zu spät. Schau mal ein bisschen Lauch drauf, dann geht's vielleicht schneller. Ja. Ich weiß, dass ich Durst habe. Danke für die Info. Dauert ja echt lange mit dem Wasser heute hier. Den Topf nehme ich. Danke. Ja, Dankeschön. So, dann lass uns doch mal... Ja, ich folge dir auch einfach. Hat die Karte schon immer bescheiden? Da habe ich sogar dran gedacht, mir Fleisch zum Essen mitzunehmen. Ja, ich habe auch ein bisschen mitgenommen, weil ich habe ja auch ein bisschen Schokoriegel und von diesen Dosen haben wir ja auch massig. Hier waren wir auch schon, ne? Hm.
Das Dumme ist, man kann ja auch nichts markieren auf der Karte, oder? Ich weiß nicht wie. Man kann nur gucken mit der linken Maustaste, näher ranziehen quasi und... Das war's. Ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt noch währenddessen mein Smartphone zu pflücken. Ah, hier sind noch ein paar Kisten. Oh, Schokoriegel. Oh, Schokoriegel nehme ich auch noch mal weg. Medikamente. Ich sehe nur Stoff. Ja, weil ich das alles gleich einsammle. Ja, aber das war doch bis jetzt immer so, dass das, was du sozusagen hast, habe ich dann auch noch mal gestellt. Stimmt, letztes Mal war das so, ja. Aber ich habe vorhin auch aus den Kisten keine Arznei bekommen. Oder ja. Letzte Folge meine ich. Letzte Folge, Entschuldigung. Da hast du ja auch gesagt, da sind Kisten und dann bin ich ja auch hin und habe auch keine Arznei gefunden. Oh, da ist ein schicker Baum. Ah, hier ist eine Höhle. Ah, ich wollte noch gerne mal zum schicken Baum. Ich warte auf dich. Danke. Bleib hier. Ach, geh doch weg. Wir wollten ja nicht jagen. Wir wollten Höhlenforscher. Ja, genug Fleisch haben wir eh. Ein schöner Baum. Ja, aber hier ist die Höhle. Die habe ich jetzt per Zufall mal gefunden. Okay. Dann geh ich mal runter. Jo, ich komme noch. Ich höre nichts. Oh, Mensch. Ah, ich höre normale Kannibalen. Ja, ich auch. Frage ist, wie viele. Okay, sie sehen mich. Hinter dir. Ui. Das war Nummer Uno. Hat der echt gerade mir meine schöne Panzerung kaputtgeschlagen? Oh, was ist das denn da tolles? Stoff. Zu ihrem Feuer gehen oder? Ups. Ich wollte mal ganz cool so eine Leuchtfackel anmachen. Aber das passiert mir immer. Die erste, die ich werfe, die ist quasi nicht angemacht. Das war ja beim Dings auch so. Was hast du denn gefunden? Geld. Ach so. Damit kannst du nichts machen. Guck mal. Flugzeugpassagier. Oh, ich kann keine Leiterplatten mehr tragen. Ja, die wollte ich eigentlich, die haben so einen kleinen Schrank gebaut, die wollte ich eigentlich in den Schrank packen, aber irgendwie ging es nicht. Was kann man daraus bauen? Sprengsätze, glaube ich, ne? Ja. Was brauche ich denn dafür? Geld, Uhren. Ah, ich glaube, Uhren fehlen mir. Ich habe eine Uhr. Dann kannst du einen Sprengsatz basteln, aber...
Licht ist hier echt bescheiden. Ah! Uhr gibt's von der Leiche. Ah. Ach, hier unten ist noch mehr Geld, Dollar und... Hier ein Tennisball für dich. Schoki! Ach, hier ist ein Roboterteil von einer Actionfigur in der Ecke. Kannst halt so, ja. Wie eine Actionfigur zusammen suchen und basteln. Und die immer in der Tasche angucken. Wow. Ja. Nicht irgendwo weiter? Oh, ich kann keine Armbanduhren mehr tragen. Warte mal, dann gucke ich mal, dass ich vielleicht ein... Ja, das ist auch gerade meine Idee, die ich hatte. Du brauchst auf jeden Fall Geld. Leiterplatine. Wo ist die Uhr? Da ist eine Uhr. Leerband. Alkohol. Ah, Duct Tape. Boah, ich meinen ersten Sprengsatz gebastelt. Wie von den Münzen? Die sind, gute Frage, hier neben den Dollar, unter dem Walkman. Neben den Dollarschein links. Ah. Dann baue ich doch gleich mal noch ein. Ja, dann kann man wieder Leiterplatin mitnehmen, ne? Oh, wo war die Uhr auf einmal hin? So, die ist dahinter. Das ist natürlich auch echt scheiße gebaut. Hm? Oh, jetzt habe ich doch zweimal Alkohol. Habe ich noch. Ja, ich habe keine Uhren mehr. Oder ich sehe sie zumindest nicht mehr, weil die Sprengsätze quasi die Uhren da... Oh, ich habe kein Duct Tape mehr. Ich kann keinen dritten Sprengsatz bauen. Ich glaube, damit kannst du auch Fallen bauen, aber wie gesagt, sind nur Einwegfallen. Okay. So, ich weiß gar nicht. Achso, hier kam er runter. Hier sind die beiden Typen. Ich kann schon wieder was essen. Du. Ja, ich auch ein bisschen. Hier sind nur Arme. Boah. Müssen wir mal auf der anderen Seite weitergehen. Ja. Weil es gibt Höhlen, die sind halt groß und es gibt welche, die sind halt recht klein. Ach ne, da in der Ecke waren ja die ganzen Sachen. Hier geht's noch ein bisschen weiter. Das ist ein Verschlag? Nee. Das musst du mal kaputt hauen. Also ein Bildchen, ja. Ob das Timmy gemalt hat? Oh, das habe ich beim letzten Spielen gar nicht gefunden. Das war bestimmt Timmy. Timmy. Achso, hier geht's noch weiter. Geht's nicht? Doch. Hier hängen kleine Fingerchen. Da sind wieder... Ja. Soll ich mal eine Goldfackel werfen? Ja, schmeiß mal, wenn du kannst. Zünd ich die an? Ich glaube, Rechtsklick oder so gedrückt halten und dann. Ja. Das sind drei. Sonst sieht man ja gar nicht, was man hier treibt. Leuchtfackeln schon. Hey! Ich hab mich.
Ja, du hast meine Klamotte kaputt gemacht, du Arsch. Ja, meine sind auch kaputt. Warte mal kurz. Habe ich dafür alles? Ah, scheiße, hast du noch Stein? Kleine Steine. Ah, schade. Hätten wir große dabei, hätten wir quasi ein Lagerfeuer machen können. Dann hätten wir die gleich wieder verarbeiten können, die Leute hier. Müssen wir nächstes Mal bedenken, oder kriege ich noch ein anderes Lagerfeuer quasi, ein kleineres? Oh, jetzt weiß ja. Ich nicht, wie man Wasserschlauch bauen kann. Wie denn? Mit zwei Rehfellen und einem Seil. Ah, scheiße, das ist einfach. Da hätte man ja auch drauf kommen können, oder? Ja. Aber wir hatten ja die Rehfälle, von daher. Wo bist du denn? Ich habe hier ein Lagerfeuer gemacht. Wo ist die dritte Leiche? Weil hier liegen ja überall Tücher rum. Oh, hier geht's weiter runter. Ja, ja. Ich wollte mir erstmal ein paar Knochen sammeln, ja, und dann. Habe ich noch Rehfell? Rehfell? Nee, ist Hasenfell. Rehfell habe ich nur eins. Du meinst, man braucht zwei, ne? Ja. Oh, hier ist Wasser. Ja, es gibt Abschnitte, da braucht man ja Taucherflaschen oder so ein Scheiß. Oh, ja. Brauchst du auch noch ein paar Knochen? Ja. Na, zwei Schutzrüstungen. Waren hier vielleicht noch ein paar Kannibalen? Uhu. Ah, hier geht's tiefer. Das hast du ja gesagt. Und hier geht's, ja. Das Problem ist, das Lagerfeuer geht nach einer Zeit X kaputt. Das ist ja nicht so ein dauerhaftes. Jetzt ein Knochen, um noch eine. Warte, ein Knochen habe ich noch. Kann ich das kann ich fallen lassen? Nee, du kannst das doch auf dein Tablett legen. Auf mein Tablet. Dann. Da. Danke. Ich habe das früher mit dem Tablet nie verstanden. Danke, jetzt fühle ich mich schon etwas sicherer. So, wir können hier runtergehen, aber ich würde sagen, wir gehen hier erstmal zur Seite, weil kann sein. Wenn wir irgendwas zum Tauchen brauchen und. Oh, hier ist Medikamente. Hier ist noch eins. Ach, du hast beide genommen? Ja. Achso, hab ich dir jetzt eins weggenommen? Nee. Jetzt war es nämlich wieder so, wie wir es gedachten, weißt du? Ich habe auch zwei genommen. Wir können ja mal gucken, vielleicht müssen wir hier ja noch gar nicht. Hier ist noch eine Flasche Wein oder Alkohol in der Ecke. Ist noch mal Alkohol. Also bei mir lag da eines. Ja, bei mir lagen da zwei. Achso, bei mir nicht. Oh, hier ist eine Taschenlampe. Oh, geil, oh. Und Schoki. Ich kann nichts mehr nehmen. Du musst den Schoki essen. Wo ist die Taschenlampe? Oh, ich sehe. Geil, oh. Ja, ich glaube, die konntest du irgendwie auch mit irgendwas kombinieren. Wo ist die Taschenlampe? Ging das? Oder ging das nur mit dem Bogen? Mit Kettensäge, Pistole, Bogen. Das ist natürlich doof. Ah, ich kombiniere es mit dem Bogen. Oh, das ist eine gute Idee.
Kann ich im Dunkeln schießen? Ja, sind irgendwelche Kackorgane, Gehirne, keine Ahnung. Da hat sich ein Kannibale sein Essen versteckt. Ah, ich bräuchte noch Duct Tape dafür. Duct Tape, okay. Warte, kann ich dir auch noch eingeben? Tablets. Ich habe davon auch nicht mehr so viel, aber. Danke. Heute habe ich echt mal die Spandierhosen, ja. Ihr wisst, was ich meine, Spandierhosen an. So, das ist sehr gut, weil jetzt sieht man. Ah, jetzt habe ich auch die zweite Flasche Alkohol gefunden. Sieht man mal auch was, wenn man mit der. Ja, genau. Aber ich hätte gern am Speer noch sowas dran, aber naja. Gut, dann gehe ich hier mal runter, ne? Jo. I follow you. Ach, ist schon zu Ende? Ach ne, es ist, geht gleich weiter hier. Auf jeden Fall müssen wir uns die Ecke mit den Schokoriegeln merken, falls wir mich hier unten mal was zu essen brauchen. Geht auf jeden Fall weit runter. Ich muss mich mal kurz ausruhen. Ja, ich hab mir auch gerade schon ausgeruht. Nicht, dass wir unten ankommen und dann nicht kämpfen können. Das wäre schlecht. Aber ich höre Wasser, das ist schon mal scheiße. Ganz viele Totenköpfe. Ja, ich bin keine mehr tragen. Hier ist so eine Kiste. So. Ja, hier müssen wir tauchen. Und dafür brauchen wir erstmal eine Taucherausrüstung. Ja, hier ist Taucherausrüstung. Hm. Ich überlege nur, ob wir das schon machen sollten. Das weiß ich nicht. Wir können ja einfach mal tauchen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob er die automatisch aus... doch, nee, musst du tragen. Und dann kannst du... Druckluftflasche da. Genau, oben links. Trägst du? Ja. Dann tauchen wir mal. Oh, wie praktisch, die hat einen Helm. Also, Kamera. Ich weiß aber nicht, müssen wir gucken, wenn es nämlich... Achso, kannst natürlich auch schneller tauchen. Mir ist kalt und ich bin nass. Und ich habe Hunger. Ah, hier geht's auch schon wieder hoch. Ah, hier sind Babys, Mist. Was haben wir hier? Leuchtfackeln. Jetzt haben wir nichts zum Heilen oder so, ne? Also zum Erwärmen. Ja, ja. Also hier ist noch eine Luftdruckflasche, falls du brauchst. Ja, hab ich gerade schon genommen. Warte mal. Hier, ich wärme uns mal. Wollte ich auch gerade machen. Ich hoffe nur, dass wir nicht... Wow. Hm? Ich hoffe nur, dass wir nicht da rauskommen, wo ich mir denke. Das wäre nämlich echt doof. Warum? Weil ich ja nicht hin will. So, jetzt ist mir wieder warm.
Ja, jetzt könnten wir zurück oder noch weiter. Ich würde sagen, wenn, dann können wir uns noch weiter umgucken, oder? Genau. Dann, muss ich das wieder ausrüsten? Also ich trage es noch. Dann springe ich hier ins Wasser und dann geht's weiter. Ist ja ganz schön trüb, die Sicht. Ja, man sieht ja kaum was, ne? Vielleicht, glaube auch, weil es dunkel ist. Nee, es ist trübe, es ist unscharf. Ja, unscharf und auch. Aber hier geht's schon wieder hoch, also... So, jetzt ziehe ich den mal aus. Ich glaube, jetzt... Trage ich den noch? Nee, ne? Ja, warte, wo bist du? Nein. Ich trage ich meine noch? Nee, ne? Nee. Aber mir ist kalt. Ja, mir auch. Hier sind wieder Druckflaschen. Warte mal, ich schmeiß da mal was hin. Warte. Achso, ich mach sonst mal ein Feuerchen wieder. Aua! Kälteschaden bekommen. Deswegen habe ich uns ein kleines Feuerchen gebaut. Das sieht ja nett aus da. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier schon weiterkommen oder irgendwas machen müssen. Ah doch, wir müssen hier, glaube ich... Das Tor öffnen. Einfach Totenköpfe hinterlegen. Hm. Oder Steine. Mal dein Feuer an. Wow. Das ist cool. Tja. Beim Beten gestorben, ne? Ja, die sind bestimmt nicht vom, Pistolenmunition habe ich hier gesammelt. Oh, machen wir mal ein bisschen Licht. Pistolenmunition. Ah, hier ist noch ein Buch. Eine Bibel. Oh. Ja, bei den Kisten war Pistolenmunition, aber die baue ich mir hier nicht zusammen. Hier sind noch Soda-Getränke. Noch eine Bibel. Ja, wie ich jetzt mal wieder gelernt habe, weil ich das letztes Mal nachgelesen habe, in... es war 1919. Ja. Leviticus 1919. Ich habe eine rostige Axt gesammelt. Wo? Hier. Das ist eine Holzfäller-Axt. Also in Leviticus 1919. Und hier ist ein Bild. Hast du das Bild gefunden? Okay. Leviticus 1919 steht, dass man keine Klamotten aus Mischgewebe tragen soll. Das ist aber Gott sei Dank keine schwere Sünde, für mit die man gesteinigt wird. Also für alle, die es interessiert. Keine Mischgewebe tragen. Das mag der Herr nicht. Ach, hier müssen wir ja unsere Dinger tragen, ne? Ja. Naja, hilft ja nichts. Oh, hier geht's runter. Boah, hier sieht man ja echt gar nichts. Ah, eine Bibel habe ich hier gerade gesehen. Sie sind doch überall. Mir ist kalt. Ja, mir auch. Wir machen uns um wieder ein Feuerchen. Ich hoffe, ich habe noch genug Zeug dabei.
Ja, dann weiß ich, wo wir sind. Ah, hier wäre auch ein Stock gewesen oder mehrere. Aber nichts gefunden, richtig. Das ist schade. Ja, es war noch von der Hülle. Trotzdem. Also, achso, ich muss was essen, sehe ich gerade. Ja, ich auch. Also, wenn wir hier in der Hülle unterwegs sind, habe ich Hunger wie sonst was. Ja, ja. Du strengst dich halt an, ne? Darum, man muss immer gut ausgerüstet sein, wenn man so in eine Höhle geht. Aber ich habe nicht mehr dran gedacht, irgendwie Äste und Laub mitzunehmen. Laub habe ich so unglaublich viel bei mir. Ja, ja. Laub, ja, aber... Also... Oh, ich muss mich mal ausgehen. Ich hätte jetzt keinen Bock den ganzen Weg zurück und es geht weiter mit Schwimmen. Ich hasse es. Oh, sehr gut. Hier sind Snacks. Wir waren hier schon mal. Nee, hier ist ein Bild. Oh, hier ist ein... Ah, da ist irgendwie ein X eingezeichnet. Das ist hier für die Pistolenmunition oder so. So, ich dachte, wir waren hier schon mal hier halt ein Lagerfeuer. Oh, warte mal. Ich will hier kurz mal was machen, weil ich habe noch eine Echse, die roh ist. Die will ich mir mal braten. Ich kann dir ein Bein anbieten, wenn du noch ein Bein essen willst. Dann kommen wir weiter, ja? Ja, warte, ich muss das Topgerät wieder anlegen. So, okay. Das jetzt habe ich gerade auch den Tür verloren. Gott sei Dank ist der lieber Heinrich. Oh, hier liegt ein Seil auf dem Boden. Juhu, oder mehrere. Ach, ich kann nicht mehr tragen. Oh, falls wieder irgendwas bei mir in der Aufnahme komisch ist, dann will ich sagen, dass die Katze wieder... der Meinung ist, dass meine Tastatur ein guter Ort ist, um drauf zu laufen. Hä? Ach da. Nee, hä? Nee? Ah doch, also. Hier. Bist du bei mir? Ja. Hier ist so ein Anus, da müssen wir durch. Ah, Gott sei Dank. Oh, wir sind bei dem Teich, wo wir mal gebaut haben. Richtig. Das habe ich ganz vergessen, dass hier ein Ausgang war. Die Sonne scheint sogar. Jo. Jo, war doch ganz nett. Jo. Hallo. Ja, mich erwurmt, dass ich halt keine Katana gefunden habe. Oder ja, Kettensäge. Ja. Ja, dann können wir jetzt von hier wieder nach Hause laufen. Problem, was ich dann halt damals als in der Singleplayer-Kampagne hatte, ich hatte dann halt irgendwann diese Karte gefunden und bin halt immer rumgelaufen und bin an diesen Höhlen vorbeigelaufen. Ja, pst. Ja, ich weiß. Geronimo! Ganz voll in meine Fallen. Ich hänge gerade im Reh. Ja, auf jeden Fall ist das Doofe halt, du siehst, er zeichnet sich dir ein, aber
Dann hatte ich halt eine Map irgendwann und ich wusste nicht, in welcher Höhle ich war. Hm. Da ist schon wieder einer. Ja, das war das einzig Gute an der Ecke hier. Hier fliegen immer Rehe rum. Da spawnt schon wieder einer. Richtig aufgeploppt. Jetzt hat es sich gesehen. Ah, wir kesseln es ein, wir kesseln es ein. Du hast es. Dann kannst du dir jetzt auch einen Wasserschlauch machen. Stimmt. Aber ich kann das Fleisch nicht mehr mitnehmen. Ja, ich leider auch nicht. Wasserschlauch war einfach zack, zack und zack und zack. Perfekt. Wir brauchen tatsächlich Kaninchen. Deswegen werde ich, wenn wir zu Hause sind, eine Kaninchenfalle bauen. Achso, wolltest du sonst noch irgendwo hin oder machen wir uns auf dem Heimweg? Nee, ich würde sagen, wir machen uns auf dem Heimweg. Kann jetzt auch schlecht sagen, wie spät es ist. Und eine Höhle reicht mir auch erstmal wieder. Ja. Oh, hier geht's runter. Aber wirklich, das Katana fand ich cool. Ich weiß aber bloß nicht, ob es besser war als der Speer, aber ich würde einfach mal sagen, ja. Es ist auf jeden Fall stylischer. Ja. Ja. Und die Kettensäge ist cool. Kettensägen sind immer cool. Mann. Also dagegen konntest du auch gut gegen die Viecher kämpfen, weil die bleiben dann stehen und werden dann von der Kettensäge quasi penetriert. Und sterben dann halt. Aber was viel cooler ist, du kannst die Bäume schneller fällen. Ach, das ist eine Frage, die ist tatsächlich bei Heinrich und mir gestern Abend aufgekommen. Wir haben nämlich, wo wir beim Thema Kettensägen sind, wir haben nämlich mal wieder das Texas Chainsaw Massacre geguckt und da kam bei mir die Frage auf. Nicht das Original, das war das von Michael Bay und ich habe das Gefühl, es war geschnitten. Genau. Zumindest kam bei mir die Frage auf, wann wurden bei Kettensägen Sicherheitsschaltungen eingeführt? Weil, so wie da Leatherface mit dem Ding rumhantiert, ist das hundertprozentig keine Sicherheitsschaltung. Ich frage mich einfach, wann wurde das eingeführt? Ja, der Film, muss man auch sagen, der spielte in den 70ern. Genau. Na? Und ich weiß nur, quasi, dass früher die Autos... Ah, fuck you. Ja, komm. Ja, komm, lass, fertig. Ich wollte sagen, dass die Autos, die hatten ja auch irgendwann erst die Sicherheitsgurte. Die wurden ja, glaube ich, auch, die kamen ja auch erst in den 80ern oder so. Pflichtmäßig. Die waren vorher in den alten Ami-Schlitten oder so, sind die ja nicht drin in den Muscle Cars. Naja. Außer du rüstest sie nach, aber das war damals nicht standardmäßig. Ich gehe jetzt mal Stöckchen sammeln. Ja, und ich brauche wieder Steine. Ich habe jetzt nämlich mal eine Hasenfalle gebaut. Hast du schon gesehen, ob ein Kannibale über die Mauer geklettert ist? Ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Ich auch noch nicht. Wo ist mein Wägelchen? Oh. Ich kann nicht mehr Stöcke tragen. Also ich kann mir vorstellen, dass die auch rüberklettern, aber... Weil die können ja auch auf Bäume klettern. Oh. Ups. Weil man diesen hier nehme ich mal. Weißt du, dass so wenigstens der Weg zu unserer Baumfällerlichtung. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, dafür werde ich auch Bäume kaputt hauen. Ja, ich will es so nach und nach immer so ein, zwei Bäumchen kaputt hauen, aber die müssen natürlich auch wieder, die Zwischenräume müssen gefüllt werden. Und das ist bei mir aktuell, mache ich das mit Steinen.
Ja, das finde ich auch okay, aber das ist halt gerade nachts, wenn man so nicht sieht. Schwierig. Die Mauern siehst du gut, weil die so hellgrau sind. Die Mauern siehst du gut, aber... Ach, hier ist hier eine Kassette. Die Bäume aber und vor allem die Baumstümpfe siehst du halt. Ah, siehst du? Das wollte ich dir nochmal zeigen. Also hier bei dem Grab am Strand ist eine Kassette. Und ein Bild, weil du es noch nicht gehabt hast. Habe ich tatsächlich schon. Gut. Und was ich jetzt, werden vielleicht einige nicht mögen, aber man kann hier im Menü, kannst du ja, hier im Inventar mache ich, einen Kassettenspieler nehmen. Nimmst du eine Kassette? Ich nehme mal... Die geben dir auch irgendwelche Sachen hier. Ich glaube, das gibt dir Stärke. Stronghold. Und dann kannst du es kombinieren. Ausrüsten. Und dann hört man Mucke. Also du hörst meine nicht. So schöne 80er Jahre Keyboard-Mucke. Zwei Dächer, aber das wäre geil. Und so, ich muss sie hat übrigens wieder rumgemeckert. Er hat rumgemeckert? Irgend so eine Tussi. Ja, ich höre halt Mucke. Ich weiß gar nicht, ob ich die deaktivieren kann, aber die läuft irgendwann aus, nur noch ein, zwei Minuten. Und zur Musik muss ich sagen, ich fand das toll, als ich das herausgefunden habe. Quasi, als das wusste ich vorher nicht. Das hat man halt, habe ich halt selbst entdeckt, so quasi im Spiel. Dann habe ich immer beim Holz hacken und so die Mucke gehört und da kommt auch schon die Tussi. Und ich habe sie dann nicht gehört durch die Mucke. Und das ist mir nicht einmal passiert. Ich glaube, es ist mir mehrfach passiert. Dass ich dann die Kannibalen nicht mehr gehört habe, weil ich damit beschäftigt war, Mucke zu hören. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Spiel quasi das auch absichtlich macht, so. Du hörst Mucke, dann schicken wir dir mal einen Kannibalen um die Ecke. Ich sehe gerade, wir haben dann ein Dach über unserem Balkon. Ja, und dann können wir nicht mehr rausschießen, ha? Nö, das ist ja nur über dem Balkon.
Und dann einen überdachten Balkon. Ach so, meinst du das? Okay. Was ist ein Vogel? Ich dachte, das wäre schon der nächste Kannibale. Hast du irgendwo noch Steinmauerprojekte? Ich mach gerade eins, ja. Okay, weil ich kann gerade mal wieder keine Steine mehr tragen. Ich möchte ja, dass die quasi in die Fallen rennen und dann... Du wirst angegriffen. Ah ja. Mehr Knochen. Knochen für die Knochenrüstung. Oh, ich hab... Komm, Mädel. Mädel, ich will dich mitnehmen. Mädel, ich will dich mitnehmen. warte mal, hier sind noch Knochen, das ist meine. Meine. Er warnt's nicht. Scheiß Leiche. Wie, die gab mir nur so vier Knochen? Ich hab vielleicht auch ein oder zwei genommen. Ist dir mein Speer aus der Hand geflutscht? Ja, ich gehe noch mal eine Runde an den Strand. Mach das. Entferne ein paar Baumstümpfe. Arbeite an meiner Hasenfalle weiter. Tötest ein paar Kannibalen so zwischendurch. Oh, wir nehmen. Vorbeikommen. So, ich hoffe, dadurch kriegen wir jetzt mal ein paar Hasenfälle. So, warte, da ist eine Steinmauer. Hier das langsam mal ein bisschen wohnlicher machen, dass das nicht mehr so. Ach, Leute! Ich hab sie gehört. Klingt auch ein bisschen irre. Übertrieben von euch, ne? Ey! Lässt du mal meine Sachen hier in Ruhe? Oh, die eine hat mich gefunden. Hi. Ey, hör mal auf, dich hin und her zu rollen, du Gollum. Oh, nur ein Schlag. Toll, jetzt muss ich die hier mitnehmen. Dass man die nicht Sachen kombinieren kann. Meine Rüstung ist schon wieder kaputt, die doofe Gollum-Tussi. So, wo war jetzt der erste Gollum? Ah, hier. Scheiße, bei mir liegt hier auch eine. Ich kann die aber nicht mitnehmen. Kannst du die nicht auf deinen Wagen packen? Ja, dann muss ich die Steine wieder runterschmeißen. Das ist doof. Ja, ja, das ist ja... Gemischt geht ja nicht. Das ist ja voll doof. Entwickler, wenn ihr mein Video seht, dann baut das ein, dass man es kombinieren kann. So, hier war doch auch noch irgendwo so ein Gollum. Ja. Ich finde nicht, dass sie aussehen wie ein Gollum. Ja, weil die gerade so komisch auf dem Boden rumgekrochen sind. Ja, die wohnen halt in Höhlen. Ja, gut. Das macht der kleine Gollum ja auch. Smeargol. Oder wie der hieß. Och, ey. Nur, es wird ein bisschen schick machen und ihr nervt. Ihr dürft mir gerne helfen, aber ihr behindert mich in meinen Bauprojekten. Tussi. Ja, geh schon mal zum Barbecue. Das ist gut. Weil die Tussi am Strand, wenn ich wieder zurück bin, ist sie gleich weg.
So, jetzt gehe ich erstmal kurz. Aua! Erstmal kurz auf die Insel und mach eine neue Rüstung. Wir haben die blöden Tussis nämlich kaputt gehauen. Oh, ganz blöde Tussis. Ja, gemeingefährliche Tussis. Doch nur unser Camp ein bisschen schön machen. Ja, ich mach nichts anderes. Ja, alles gut, ich sag doch gar nichts. Du machst das toll, Heinrich. Ich hab dich lieb. Ich sammle. Okay. Ja, danke. Bitte. Ah, ich brauch noch einen Stein. Warte, ich hab einen Stein. Dann kannst du die Mauer fertig machen. Tada! Und dasselbe mache ich dann zwischen dieser Falle und dieser Falle. Okay. Und dann können wir auch eigentlich die Bäume hier fällen. Weil dann habe ich wieder Angst, dass ich hier wieder Beete kaputt mache. Ich habe noch keine neuen Beete gebaut. Ich sehe gerade, wir brauchen noch 100 Baumstämme. Ja, das Dach ist groß. Ja, roden wir den ganzen Wald hier auf der Insel. Wo was auch cool wäre, wenn wir auch diese großen Hütten von den Kannibalen kaputt machen könnten. Ja, das wäre cool. Müssen sich nur ihre Totems dann mal wieder basteln, sondern auch dann halt ihre eigenen Hütten. Da kommen die ja gar nicht mehr vorbei. Nee. Oh, du hast doch so eine Dings-Palisade mal gebaut. Was für eine Palisade habe ich? Ach, so eine Holzpalisade. Ja, mal angefangen. Und gleich kaputt gemacht. Du solltest am besten die Bäume so fällen. Kannst du das, was ich gerade gemacht habe, einbauen? Danke. Ich versuche dran zu denken. Habe ich echt. Das ganze Holz ist weg. Das waren 5-6 Holzdinger. Toll. Jetzt muss ich eine neue Palisade bauen, einfach nur weil sie da war. Hä? Doppeldach hier? Welches Dach wurde jetzt hier gebastelt? Nee, ich habe hier das Auto vervollständigen genommen. Damit es vernünftig wird. Na, ich zieh nochmal schnell die Palisaden. Mach das. Ja, du störst noch, du Baum. Da war ich schon dabei, dich zu fällen. Laubhaufenfalle, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube auch dieses Katapult, was man bauen kann, das macht bestimmt überhaupt keinen Sinn. Das ist bestimmt einfach cool zu haben. Ja, das können wir auch bauen. Ich habe es, glaube ich, nie gebaut. Oh. Und ich weiß, du hältst nicht viel davon, aber ich möchte ein bisschen mehr Licht in unserem Camp haben und würde deswegen hier gerne ein paar Leuchten. Also meinetwegen auch gerne erst, wenn die ganzen Mauern stehen. Ja, ach, kannst du schon machen. Okay. Ich traue mich hier nur langsam keine Bäume mehr zu fällen. Ich würde mir so sagen, wir machen erstmal einen Break, weil das Video ist schon verdammt lang. Okay. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like oder ein Abo da, wer es noch nicht getan hat. Ansonsten bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.
Tschüss.